Hallo und ein herzliches Willkommen zurück. So, wir hatten im letzten Part nach den Tieren geguckt, war soweit alles okay. Naja, bis auf ein paar Kleinigkeiten hier, aber das sind die ganzen Jungtiere, die müssen erstmal essen, um dann zufrieden zu sein. Da gucken wir gleich auf jeden Fall nochmal. So, wir hatten jetzt hier noch Platz für ein Gehege. Da wollten wir jetzt ja die Pumas unterbringen. Da würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt drum und schauen mal, dass wir dann hier unser letztes Gehege platzieren. Und dann haben wir tatsächlich alles bebaut, die ganze Karte. Die würde ich. Die hat 5 Stabilität, die hat 6 Stabilität. Ich denke, was haben wir denn bei den Löwen? Haben wir auch dieses Hochsicherheitsdingensen da, ne? Ich denke, bei Puma reicht eine Plexiglaswand. So, dann ziehen wir das nämlich einmal hier schön hinzu. So. Bis dahin und dann. Genau. Okay, man könnte aber hier auch noch ein bisschen Spielkram machen und so einen Aussichtsturm hinstellen. Hier sowas. So, und dann gehen wir da mit dem Zaun einfach dran vorbei. So, genau. So, dann können die Leute dann nämlich noch schön gucken. So, Pumas, was braucht ihr denn? Dann schauen wir doch mal. Also, die brauchen mit Sicherheit so Höhlen, würde ich da machen. Hügelland. Ih, das ist aber doof. Hügelland ist doof. Ich mag kein Hügelland. Dann machen wir Hügelland. Zufälliges Terrain. Ich muss sagen, Hügelland mag ich nicht. Das ist so. Das ist so eine Sache. Bäh. Ist das hügelig genug? Wir schauen mal. Wir kaufen den jetzt einfach mal und gucken mal, was er sagt. Vielleicht kriegen wir das noch angepasst hier irgendwie. Puma, da. Wie viele denn? 1 bis 10. Dann kaufen wir doch ein Mädchen und ein Junge. So. Und dann, sagt mir, was ihr braucht. Rohes Fleisch. Rohes Fleisch habt ihr. Daneben stellen wir ein bisschen Wasser. Dann brauchen wir hier noch die Pflegertore. Eins machen wir hier hin. Eins machen wir dahin. Was braucht ihr noch? Ich bin ganz scharf auf rohes Fleisch. Dann besorgt ihr doch rohes Fleisch. Zack. Bodenhärte 50 bis 90. 50 bis 90. Härtegrad, das ist Torf, Lehm, Stein, Erde hart. Naja, nehmen wir Erde hart, ne? Was haben wir sonst noch? Eis? Nee, Eis ist Sand. Erde hart. Nehmen wir das mal, versuchen wir es mal, ob das für die dann passend ist oder ob die sagen, nö. Das wollen wir nicht. Kommt, redet mit mir. Ja, so. Okay. Oh, was ist denn hier los? Hallo? Dann komme ich gar nicht ran. Oh. Toll. Wo bin ich denn jetzt hin? Jetzt habe ich in die Map geklickt. Wir waren doch da irgendwo.
Okay, der Besucher ist weg. Den scheint es wieder gut zu gehen. So, dann erzähl mal, was braucht ihr? Ich wäre gerne wieder in den Bergen. Dann geh doch in die Berge. Soll ich hier vielleicht noch ein bisschen hügeliger machen? Aber als ich das zu hügelig hatte bei den Pandas, sind die gestorben. Deswegen traue ich mich gar nicht, das so wirklich hügelig zu machen. So, dann sag mal, was du. Ich wäre gerne wieder in den Bergen. Da schlüpfen die ganzen Kraken. Das. Ich weiß nicht, wie ich das hier so anpassen soll, dass es dann eben auch für die Tiere passend ist. Ich wäre gerne wieder in den Bergen. Hallo? Mir geht's prima. Ah, okay. Jetzt sind die Berge doch anerkannt worden. Da würde ich dann vielleicht doch noch ein bisschen Lehm platzieren hier. Und Bäumchen bräuchten wir auch noch ein paar. Was hat man denn so in den Bergen für Bäumchen? Eigentlich so Tannenzeug, ne? 40 bis 60. Das können wir gut hier platzieren. Und da noch. Würde ich gar nicht so viel machen. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch eine Höhle, wo die sich rein verkriechen können. Eine große. So, was ist denn? Mir gefällt das Wetter nicht. Ach so, ja, okay, Wetter ist okay. Kalt? Ist euch kalt eigentlich? Nö, ne? Nö, dürfte eigentlich auch nicht. So, wir haben jetzt da das und ich weiß, müssen die sich gerade zu mir packen, es einfach mal dahin. Ein bisschen Steine. Vielleicht könnte man noch irgendwo eine kleinere Höhle platzieren. Sowas hier habe ich. Nee, dies ist zu klein. Das ist doof. Sowas ist auch zu klein. Okay, da war es ja, das ist ja eigentlich schon mit unseren Pumas. Mehr brauchen die nicht. Okay. So, dann gucken wir mal hier, was mit dem ist. Oh, ich bin so erschöpft. Okay. Und ihr? Ich brauche Mineralien. Okay, das sollt ihr noch kriegen. So. Dann gucken wir nochmal alle Tiere durch. Wer braucht hier was? Strauß 1. Alle kleinen verkaufen. Ja. Krokodil 1, alle verkaufen. Strauß, da, aber du müsstest dich doch jetzt erholen. Das sind doch so viele verkauft worden. Da ist doch gar nicht viel los. Ihr seid noch zu dritt. Oder sind da noch irgendwo Eier? Nee, die sind ja mit verkauft worden. Es sind. Mir geht's prima. Ich würde mich jetzt gern paaren. Okay. Super. Zebras braucht Mineralien, das haben wir gemacht. Die Hängebauchschweine, ich will mich an etwas kratzen. Da können wir mal alle Jungtiere verkaufen. Die Terrier auch. Alle Jungtiere mal weg. Cane Terrier. Alle Jungtiere weg. Mensch, wir haben sie fast alle zufrieden. Mir ist so kalt. Ah. Euch ist auch kalt. Na, dann kriegt ihr ein Heizgerät. Ist ja kein Problem. So. Ein Heizgerät. Ist dem Pumas auch kalt? Ich will klettern. Aha. Ja, dann sollen die doch gleich noch was zum Klettern bekommen. So. Klettern. Klettern kriegen wir hin. Einen Kletterbaum finden. Wo ist er denn? Bitteschön.
So, dann versuchen wir jetzt hier mal alle zufriedenzustellen. Krake, alle Jungtiere weg. Puma, ich will klettern. Puma, hier guckst du, kannst du klettern. Da. Zebra, einen weicheren Boden. Warum, was stimmt mit dem Boden dann nicht? Was ist da? Da ist jetzt alles Erde, ja. Das ist bei den Grünzeugs. Ist das schon so ein Ding, die fressen einem halt die Erde weg, ne? Hier auch. Also das Gras weg. Da muss man dann tatsächlich wieder nachgehen und Gras nachmachen. Wahrscheinlich sind dafür die Gärtner zuständig, nur die haben wir ja nicht so viel. Wo haben wir denn noch Grüngehege? Hier, guck mal, da auch, Savannengras, ne? Auch alles weggefressen von den Giräffchen. Da war ein Babygiraffe. Oh. Hier ist alles okay, aber hier können wir dann auch nochmal das Savannengras nachziehen. So. Und hier auch. So, da habt ihr dann auch wieder genug. Hier das gleiche Spiel. Da nicht. Hier eigentlich auch nicht. Da ist soweit alles in Ordnung. Hier kann man noch mal kurz drüber gehen. So. Und dann schauen wir jetzt hier noch mal. Schimpanse, was hast du denn? Ich bin ganz scharf auf rohes Fleisch. Da ist doch Fleisch. Da ist Fleisch. So, Wildkaninchen. Da müssen wir nochmal Jungtiere verkaufen. Und vielleicht auch noch ein paar mehr. Ja. Die ist schwanger, die bleibt. Du gehst. Du gehst auch. Und du auch. Okay, dann haben wir da auch wieder Platz. Ich möchte Früchte essen. Dann ess doch Früchte. Ist genug da. Es ist alles von allem genug da. Rohes Fleisch ist auch für die Schimpansen da. Das ist auch überhaupt gar kein Problem. Der geht auch gerade ran. Gut, wunderbar. Okay, dann haben wir ja alles bebaut. Unsere Tiere sind alle bestens versorgt. Hier ist alles soweit in Ordnung. Dann würde ich doch an dieser Stelle jetzt das Let's Play beenden. Wir haben ja den ganzen Platz schon verbaut. Wir haben recht viele Tierarten untergebracht. Und ich denke, ja, wir können es dann mit gutem Gewissen beenden. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann einfach in einem unserer anderen Projekte. Also bis denn. Ciao, ciao.